Wird sicher kein einfaches Spiel. Bedingungen sind glaube ich nicht optimal, aber es wird ein wichtiges Spiel sein für uns. Wir müssen probieren, unsere Punkte einzufahren und es wäre wichtig, wenn wir den ersten Sieg könnten in der Rückrunde holen. St. Gallen, sehr eine starke Vorrunde. Momentan hapert es vielleicht auch ein bisschen. Zwar einen starken Auftritt gegen Sion. Was für einen St. Gallen erwartest du? Ich glaube, daheim wird es sicher gerade von Anfang an in die Offensive gehen. Uns probieren zu überraschen, aber ich glaube, wir müssen unser Spiel machen. Wir müssen selber offensiv spielen und da bin ich eigentlich positiv gestimmt, dass wir Punkte einfahren können. Du selber als Defensivakteur zeigst offensive Stechen. Es ist ja fantastisch, wenn man anschaut, was du für Goal schießt. Eins schöner ums andere. Haben wir als Ziel genug mehr in die Offensive gehen. Und ich muss auch sagen, ich bin bis jetzt bei diesen zwei Goal sehr gut von den Stürmern eingesetzt worden. Und ja, jetzt probiere ich das auch zurück, dass wir vom Mittelfeld ein bisschen mehr die Stürmer einsetzen. Es ist eine Freude, wenn man dir zuschaut. Man sieht wirklich eine Entwicklung. Du trittst physisch stärker auf, gehst mehr in Abschluss. Ich habe natürlich auch schon ein paar Mal gehört, dass ich mehr in die Offensive gehen soll. Und ich probiere das jetzt umzusetzen, dass es gerade so gut geklappt hat. Ist schön, aber ja, lieber noch einmal ein Goal schießen und auch drei Punkte halten, wäre besser. Wir drücken die Daumen, hoffen das Beste. Danke von Alain Weiss. Merci vielmals.